Hä? Wirklich? Das Lustige war, er hat gerade für mich geschrien. Kam jetzt eine Warnung, dass das hier verstörend ist? Oder kam eine Warnung, weil ich gemeldet wurde? Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. The sins of thine are bound up in all death. Die hat voll einen Knall. There's wailing. There's pain. There's blood. But it is joyous all. For we. Ja, richtig, so ist ja auch nicht für jüngeres Publikum gedacht, das Spiel. Okay, jetzt muss ich irgendwie zum Aufzug. Wenn ich einfach zum Aufzug laufe. Was hat der für Probleme? Ich weiß nicht, ob jemand gemeldet hat. Keine Ahnung. Die kommen auf mich zu, sagst du? This way. Nein, heilen ist schlecht. Das habe ich schon gelernt. Ich laufe einfach zum Aufzug. Er ist clever, das jetzt in den Chat zu schreiben. Spricht nicht für dich. Ah, lauf doch! Ernsthaft, der stirbt an den Wunden, oder? Stirbt er an den Wunden? Ja. Wie die Ella immer sauer wird. Ich finde das so lustig. Das verstehst du halt nicht. Ich spiele halt auf anderem Level als du. Ich setz mich da halt hin. In der Hoffnung, dass die Hexe einfach an mir vorbeirennt. Mann, ich schwitze schon wieder. Das ist so meine erste Reaktion. Panisch hinsetzen. Mann, ist doch nachvollziehbar. Das Problem ist, es gibt so Leute, die nicht einfach weiter scrollen. Das gibt's halt einfach. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch aktuell, das Spiel, von dem her. So, da kommt jetzt die Hexe, gell? Ja, da ist sie. Okay, dann laufe ich jetzt da einmal im Kreis, ohne dass die mich diesmal trifft. Ah, die ist ja richtig schnell! Der kann seinen Kopf, während er rennt, um 180 Grad drehen, der Dude. Nicht aufhören zu laufen! Oh, ich hoffe, der Energy wirkt noch eine Zeit lang. Nicht, dass ich müde werde. Puh, okay, hallo. Halt. Bussi's doch, das muss er filmen. Oh, oh, ich muss bieseln. Oh, oh. Das Spiel macht dir keine Angst, Kaffee. Hier sind wir jetzt 100, ne? Heute, glaube ich, knacken wir keine 1000 Leute. Ich überlege mir gerade, ob ich am Samstag, Little Nightmares spielen soll. Oder wie das nochmal genau heißt. Soll gut sein, das Spiel, habe ich mal gehört. Und ich habe es auch noch nicht gespielt. Gibt's ja auch zwei Teile von. Danke fürs Teilen. Achso, ihr könnt übrigens, wenn ihr... gerne mal ein bisschen Likes raushauen. Einfach mal teilen und so. Ein paar Leute dürfen folgen. Vielleicht kommen dann wieder mehr Leute rein. Ja, das habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich das spielen soll. Am Samstag. Morgen kann ich nicht. Morgen habe ich was vor.
War das eine Zunge? War das gerade eine Zunge? Hat uns da gerade eine Zunge in den Abgrund gerissen? Das ist völlig normal. Ach, passiert mir täglich, dass mich Zungen und erst werden wir abgeleckt, dann holt uns eine Zunge. Was ist denn mit diesem... Die Spielmacher sind sehr oral fixiert, habe ich das Gefühl. Jetzt sind wir in der Schule. Das Gefühl, wir schieben hier einfach nur so einen LSD-Film und sind die ganze Zeit in der Schule. Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt denn? Was geht denn jetzt? Wer kommt denn bloß? Warum sehe ich eigentlich nicht, wie viele Batterien ich habe? Das ist ja nervig. Ich lade alles, was ich hier streame im Nachgang auf YouTube hoch. French Kiss. Oh, Penelope. Da weiß aber jemand Bescheid. Hä, warum ist hier jetzt einfach Ende? Willst du mich verkackeiern? Wenn die Tür zu ist. Warum flackert das? Oh, ist fast so viel Uhr wie bei uns. In einer Stunde. Da war was im Spind? Ich glaube nicht. Ah ja, stimmt. How the fuck do I get out of here? 2, 3. Aber wenigstens hat er mal Taschen. Ist ja schon mal was. Interagieren. Ah, ich kann das Ding rumschieben. Ah, hab's verstanden. Ich hab das jetzt gelöst, ohne in den Chat zu schauen. Nein, muss ich nicht hier hoch? Ich dachte, ich muss da durch. Schade, ich dachte, ich habe das jetzt alleine mal gelöst. So ein Mist aber auch. Wo war hier ein Stuhl? Ah, da. Tatsächlich, ja, eine Batterie, okay. Blockiert. Ein Board! Ah. Spieluhr. Diese möchte gern Quicktimes. Danke fürs Teilen und danke fürs Folgen. Ja, und jetzt? Hallo? Damit möchte ich mich jetzt nicht zufrieden geben. Spiel. Jetzt passiert wieder was, oder? Danke fürs Folgen. Ah, dieser Stuhl. Muss ich jetzt hier lang? Nein. Jetzt passiert was. Gleich, schrei mal laut, lauter sage ich schon, schrei mal weniger. Ich bin gleich da, Schatzilein. Muss hier nur mal checken, was hier noch so abgeht. Gar nichts anscheinend. Hier ist ein Fenster. Nein, ist aber kalt. Weil ich anscheinend, weil TikTok wegen Nacktheit mich für ein paar Minuten gesperrt hatte, weil man da irgendwie... Oh Gott.
einen Pipi gesehen hat oder so. In dem Spiel halt. Ich habe Alien Isolation gespielt. Da habe ich gelernt, wenn man sich da drunter stellt, stirbt man. Au! Und laufen. Tere. Was macht der denn da? Egal, laufen. Tere. Und hupfen. Und gefangen sein und weiterlaufen. Okay. Man kann eine Tür auch aufschlagen, okay. Denk daran, dass so Türen mit Schlössern eintreten, was? Schön, der Text, der war... Geh halt, was ist das? Aua! Ach, das ist doch scheiße mit dem Heilen. Hau ab! Ah! Ja, Bruder! Das mit dem Heilen ist so dumm! Ah! Das ist ja so eine dumme Mechanik, dass der da so stehen bleibt. Oh. Geht schon wieder, ich schreie ihm schon wieder zu viel. Wer bekommt einen Kollaps? Na, geh weg! Au! Nein, nicht heilen, du Idiot! Offene Tür habe ich gelesen, aber ich muss mich auch irgendwie heilen. Die offene Tür, wo war denn die Tür? Frau finden. Okay. Ja, das ist doch die Mission von dem gesamten Spiel. Kommt die jetzt hierher, oder? Was ein Arsch! Der flankiert mich! Verschissene... Aua, Drecksack. Eine offene Tür, Mann. Ah, ficken Sie sich. Die ist schon offen, die Tür, links. Ich habe keine Tür gesehen, Mann. Ah, ich bin wieder da. Das nervt!
dieses auf Zwang weglaufen müssen, ist nervig. Nochmal. Siehst du gleich, wenn du rausrennst. Okay, links, links, oder was? Warum weinst du denn gleich? Brauchst doch nicht weinen. Ist doch nur ein Spiel. Nee, geradeaus. Okay, dann laufe ich einfach geradeaus und da ist eine offene Tür. Wurde mir gerade so auf mysteriöse Art und Weise prophezeit. Tatsächlich, da ist eine offene Tür. Dann laufe ich rein. Wie habe ich das vorhin nicht sehen können? Okay. Puh, danke schön. Okay. Und die sind halt auch überall jetzt. Hey. Dein Ernst? Hey. Da war einer daneben kauen jetzt. Lauf doch! Ich hasse dieses Spiel so sehr. Folgt er mich noch? Oh, ich muss. Oh, ich muss. Irgendwas muss ich. Ich muss pinkeln. Ja, ich. Das ist wirklich Stress. Danke fürs Konfetti. Lauf doch weiter. Ich geh schnell pinkeln. Ich brauche schnell einen Moment. Sonst halte ich das nicht mehr aus. Leberkäs. So. Oh. Bin gleich soweit. Ich wasche mir nie die Hände. Hände waschen wird überbewertet. Jetzt chill kurz, Bruder. Ich habe mir jetzt einen Leberkäs geholt. Danke fürs Folgen. Dann habe ich mir jetzt noch einen gekühlten Energy geholt.
der irgendwie nicht leer wird. So. Hey, ich wasche doch keine 30 Sekunden. Mein Pullermann ist ja sauber. Da wasche ich doch nur kurz und sag fertig. Dann mache ich kurz Spritz und fertig. Nein, mein Kühlschrank ist in der Küche. Ihr habt mehrere Räume. Falls du das verstehst. Ich kann hier ins Bad gehen und in die Küche. Das sind zwei Räume. Und muss dafür nicht an der Kamera vorbeilaufen. Ist gut. Moment. Schlucken. Danke für die Rosen. Sehr nett. Davon kann ich mir bald nochmal einen Leberkäse kaufen. Gut, wo war ich? Angst haben. Ach ja, ich wollte auch noch einen Schluck trinken. Ella, jetzt nicht versaut werden. Penelope, das nennt sich Schmatzen. Ich möchte euch nur demonstrieren, wie sehr ich das genieße, dass ich was zum Essen habe. Das Interessante ist, dass hier die Fuck is this? Hund macht Platz. Die Nachtsichtfunktion tatsächlich genutzt wird, um dunkle Räume zu sehen. Nicht so vorhin wie in der Irrenanstalt, dass einfach alles dunkel ist. Ja, ich esse männlich. Ja, hallo. Wenn hier einer männlich ist, dann ja wohl ich. Muss ja einen Grund haben, warum ihr mir alle zuschaut. Gibt kaum männlichere Kandidaten als mich. Natürlich bin ich derzeit auch noch Single für Kandidatinnen, die sich gerne mal sich mir opfern wollen würden. Stehe ich gern zur Verfügung, euch zu opfern. Ist da irgendwas versteckt vielleicht? Bitte riechen. Eine Tür, aber oder Treppe. Tür oder Treppe. Ich gehe die Treppe. Tür geht wieder nach draußen und draußen sind die komischen. Ist da auch eine Tür? He's in the house. Ah, du! Dein Ernst, da kommen halt immer gleich fünf Leute. Scheiße, hier komme ich doch nicht mehr raus. Ah, shit. 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 Muss ich mich wieder heilen und kann mich nicht heilen. He's in the house. Komm, ich komm dir entgegen. Nein, komm ich nicht. Ich laufe weg. Die sagen das halt auch noch. Er ist upstairs. Steh auf. Ah, da kann ich mich nicht verstecken. Schnell weg von den Irren. Wieso genau verfolgt der mich immer noch? Der kann gar nicht wissen, wo ich bin. Oh, ist das... Oh. Wow, knapp. Lass mich doch einfach in Ruhe, ich hab doch gar nichts gemacht.
bin ich jetzt endlich mal wieder in Sicherheit. Oh, das ist ja schrecklich, ey. Eieieiei. Chapel's gotta be close. Okay, ich habe keine Verbände mehr. Oh, ist das nervig. Wie ist das? Ihr würdet mich einfach nur... So schlimm bin ich jetzt auch nicht. Außerdem, jeder braucht eine Frau, die hinter ihm steht und ihn anbrüllt. Am besten noch im Live, das ist immer gut. Dass sie ja alle mitbekommen. Papier ist kostbar, so sieht's aus. Deswegen wischen wir uns damit auch die Hintern ab. Die da jetzt wieder draußen. Ich will jetzt nicht schon wieder weglaufen müssen. Das macht echt keinen Spaß, dauernd nur wegzulaufen. Ah, Kapelle! Hi. Grüß dich. Hab keine Angst. Du wirst Richtung. Du bist meine Live-Wifi. Ist aber nett. Ich verstehe das Spiel auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ist das interessant, wenn ich mich hier umschaue, oder ist das dumm? Ja, ich bin hier ständig vergeben. Egal, erst im Spiel, in echt. Gibt's hier was Interessantes? Nein, nur ein Dokument. Ich habe vorhin jemanden gelesen, der das als Speedrun gemacht hat, Outlast 2. Ist der noch da? Der oder die? Gibt's die Person noch? Alle 11 Minuten stirbt ein Zocki im TikTok Live. Ist der noch da? Das war eine Sie, weiß ich nicht mehr. Kann sein, ist die noch da? Kann die sich mal dann melden? Das würde ich mir gerne mal anschauen, wenn ich ehrlich bin. Würde mich schon interessieren. So, warum muss ich tatsächlich da hoch, oder? Da ist ein Ausweg aus dem Ganzen. Sie nicht da. Dieser Schatten. Oh, schau mal, der macht sogar die Bewegung. Krass. Oh, haben sie sich aber hier, aber wirklich hier. English Dictionary. Oh, den könnte ich auch mal brauchen. Ich freue mich schon auf Spiele, die auf Englisch sind, wenn ich die spiele. Ich die Hälfte nicht verstehe, weil ich die Wörter vergessen habe. Ups, Entschuldigung. Das nervt mich. Ich muss weiter weg. Hui, mach Platz. Entschuldigung. Oh, mein Hund schaut mich an. So erwartungsvoll guckt er mich an. Das würde ich ihm jetzt gleich was zum Essen geben. Ich muss mich heilen? Da stand, dass ich mich heilen soll. Ganz ehrlich, ich fand die Stimme war jetzt echt gut. Muss ich den Wagen schieben? Ohrenkrebs, das ist voll der schöne Gesang.
Hallo? Oh, da ist ja die Hexe. Hat die einfach mal kurz Hallo gesagt jetzt? Ich will da nicht hin, da ist die Böse. Kann ich nicht einfach abhauen? Wie wär's denn jetzt, wenn ich jetzt meine Frau einfach zurücklasse? Gibt doch noch andere Frauen auf dieser Welt. Nee, das ist einfach nicht gesund. Vibe! Ist aber hell da drin. Das ist der Saloon. Ah, endlich wieder was zum Heilen. Sehr gut, da wird sich die Ella aber freuen. Ganze Gegend ist hier für den Arsch. Ja, du siehst einladend aus. Hier würde ich gern wohnen. Bin ich hier falsch?